Hallo, ich bin Anitra Eckler, die Autorin des Digital Detox Bestsellers Mail halten. Und ich halte die vierte Auflage von Mail halten gerade in Händen und dachte mir, dann mache ich mal was für Sie, nämlich ich spreche mit Ihnen unter uns, ganz unter uns, über die fiesesten digitalen Krankheiten, damit Sie sehen können, ob Sie von so Fiesigkeiten wie Datendiarrhoe, Social-Media-Inkontinenz, E-Mail-Wahnsinn, Tinderitis oder gar vom Sinnlos-Surf-Syndrom betroffen sind. Das ist zwar alles eine Massenepidemie, aber man spricht nicht darüber, weil es peinlich ist. Deswegen muss ich hier sehr laut schreiben. Und falls Sie auch schon so ein bisschen mega gestresst sind oder an Ihrem Smartphone hängen wie an einer Herz-Lungen-Maschine und gar nicht mehr richtig lesen können, sondern immer nur noch alles abscannen, kein Problem. Ich mache jetzt mit Ihnen hier eine kleine Therapiesitzung. Ich nenne das betreutes Lesen. Das passiert ja meistens auch in Meetings, wenn die Leute PowerPoint-Karaoke vortanzen und einer vorliest, was alle Leute gerade lesen. So was mache ich jetzt mit Ihnen. Ich lese Ihnen die Definitionen der fiesesten digitalen Krankheiten vor. Und dann können Sie sehen, ob nicht nur Ihr Mann und Ihre Lebenspartnerin oder Ihre Frau und vor allen Dingen Ihr Chef betroffen sind, sondern eventuell auch Sie selbst. Also, fangen wir an. Sind Sie bereit oder sind Sie bereit? Es geht los mit Datendiarrhoe. Das klingt zugegebenermaßen scheiße, ist es aber auch. Und Sie werden gleich verstehen, warum. Definition von Datendiarrhoe nach Anitra Eckler. Der Lateiner würde sagen Morbus Google Dominationis Mundi. Datendiarrhoe. Datendiarrhoe schlummert in jedem, also auch in Ihnen vielleicht. Datendiarrhoe schlummert in jedem, bei Handy- und Internetnutzern bricht sie in jedem Fall aus. Betroffene halten Google für eine Hilfsorganisation, die Folge gedankenloser, freigebiger Umgang mit der Privat- und Intimsphäre, fehlendes Datenschutz und Datenwertbewusstsein. Daten sind der neue Rohstoff, Sie haben einen Datenkörper, ich habe einen Datenkörper. Das heißt, wir sind Rohstoff und den sollte man nicht verschenken. Bei Datendiarrhoe allerdings geht dieses Datenwertbewusstsein als erstes mit nach draußen bei Datendiarrhoe. Also, was ist noch die Definition? Zwanghaftes Verschenken der intimsten Daten wird als normal empfunden. In der Anfangsphase macht sich die Krankheit dadurch bemerkbar, dass Betroffene den Wunsch verspüren, Google-Ergebnisse zu löschen, nachdem sie sich selbst gegoogelt haben. Eine weitere Ausprägung manifestiert sich durch eine pathologische Gleichgültigkeit gegenüber Datenklau. Ohnmachtsfantasien à la Google ist groß, Google ist mächtig, aber mein Datensatz nur schmächtig. Wechseln mit Resignation. Mein graues Statistenleben interessiert ja nicht mal mich. Sollen die aus dem Leben der anderen mich ruhig ausspionieren? Betroffene beginnen in dieser Phase von Datendiarrhoe alle Geräte mit Passwort 123 zu sichern und verwenden Wörter wie Bombe, Panama, Crack in jeder Nachricht. Obwohl Datendiarrhoe Menschen mit einer nie gekannten Perfidität ausspioniert und die Intimsphäre entblößt, ist die Krankheit sozial akzeptiert und wird von Firmen und Regierungen bewusst verbreitet. Stichwort: Sammeln Sie Punkte. So werden Kunden manipuliert, Profite maximiert, Kurse hochgejubelt, Gesetze verhindert und Wahlen gewonnen. Härtefälle infizieren sich freiwillig mit Datendiarrhoe. Sie kaufen überteuerte Geräte und Apps nur, um ausspioniert zu werden. Denken Sie an Fitnesswatches und Sprachassistenten. Datendiarrhoe wurde übrigens früher auch als erst handeln, dann denken, Diktatur und Überwachung bezeichnet. Das war die Definition von Datendiarrhoe und keine Panik, jetzt wollen Sie sicher wissen, oh mein Gott, was hilft dagegen? Ja, ganz einfach. Was hilft? Das hilft. Mail halten. Nächste Krankheit. Eine weitere fiese Krankheit des Homo Digitalis ist natürlich die Smartphone-Sucht. Ich lese Ihnen die Definition von Smartphone-Sucht vor.
Smartphone-Sucht, frei nach Anitra Eckler, der Lateiner würde sagen, Servus Manicus Smartphonicum. Was ist das? Das ist die psychische, physische und eingebildete 24-7-Abhängigkeit von Mobiltelefonen, Netzempfang, 3G, 4G, LTE, WLAN, you name it. Das Handy wird als lebenswichtiges Körperteil empfunden und deshalb über 100 Mal am Tag gecheckt. Man möchte ja nur gucken, wie viel Uhr es ist, gell? Betroffene leiden unter Ringsiety. Das heißt, ihr Hirn schüttet bei jedem noch so unnötigen oder gar unsichtbaren Aufmerksamkeitsreiz, zum Beispiel Handy macht gerade mal gar nichts, so viel glücksspendendes Dopamin aus, dass sie danach süchtig werden und in kürzester Zeit ein Ei-Ich entwickeln. In Folge leiden Smartphone-Süchtige unter Realitätsverlust und fotografieren sich und ihre Umgebung deshalb ständig selbst, gerne unter Zuhilfenahme eines Deppenzepters, aka Selfie-Stick. Sie wissen, was ich meine, oder? So mutieren Smartphone-Süchtige öffentlich zum Smartphone-Zombie, Hashtag Smombi, und fristen ihr Leben in Folge als sozial Untote in sklavischer Abhängigkeit eines Kleingeräts, das ihre Daten sammelt, mit Dopamin dealt und Daueraufmerksamkeit fordert. Härtefälle leiden außerdem unter eingebildetem Vibrationsalarm, klagen über Handynacken und Eifinger, und besonders lebenszerotraubend, Smartphone-Suchtis verbringen im Schnitt 39,6 Minuten länger auf dem Klo als Menschen ohne Handy und ich möchte noch sagen, und ohne Internetempfang. Smartphone-Sucht wurde übrigens früher auch als Telefonieren bezeichnet, von Mobilfunkdealern als grenzenlose Freiheit verkauft und von Arbeitgebern durch die Forderung nach ständiger Erreichbarkeit erfolgreich ausgebeutet. Alarmierend, immer mehr Menschen erkranken freiwillig an Smartphone-Sucht und versklaven sich selbst. Oh Gott. Sind Sie betroffen? Wenn ja, was hilft? Die gute Nachricht ist hier. Das hilft. Mail halten. Über 100 Digital Detox-Tipps. Wenn Sie wollen, können Sie noch dranbleiben. Das ist hier so eine Art Director's Cut. Es geht weiter mit E-Mail-Wahnsinn. E-Mail-Wahnsinn ist die Krankheit des Bürokriegers. Definition von E-Mail-Wahnsinn, frei nach Anitra Eckler. Der Lateiner würde sagen, E-Mail-Wahnsinn, das kenne ich, das ist Pensum perpetuus interruptus. Oder immenser Verlust von Schaffenskraft, Produktivität, Konzentration, Hirn, Arbeitssinn, Motivation und Lebenszeit aufgrund unkontrollierbarer, stetiger Arbeitsunterbrechung durch E-Mails an allen verfügbaren Endgeräten. Unerklärlicher Zwang, alles, aber auch wirklich alles per E-Mail zu dokumentieren. Renaissance der völlig unproduktiven Wer-schreibt-der-bleibt-Mentalität aus der Kaiserzeit. Besonders E-Mail-wahnsinnig sind Menschen, die früher in der Schule gepetzt haben. Sie sind als manische NCC-Setzer heute regelrecht gefürchtet. Darunter leiden im Besonderen Führungskräfte, die aus Absicherungs-, Eskalations- oder auch Mobbinggründen standardmäßig von Bück-dich-hoch-Mailern einkopiert werden. Bück-dich-hoch-Mailer steht nicht hier, aber ich lese das jetzt einfach so vor. Härtefälle, also Härtefälle von E-Mail-Wahnsinn, woran erkennen Sie die? Härtefälle reagieren auf Plinktöne mit Schnappatmung und Speichelfluss. Sie lieben große E-Mail-Verteiler und nutzen diese bei jeder sich bietenden Gelegenheit für Selbstdarstellung oder semiberufliche Anliegen, wie den Verkauf der kaum gebrauchten Winterreifen oder die Suche nach der Kessen-Stromberg-Kaffeetasse oder dem Geburtstagsgeschenk für Mausi. Infolge beschweren sie sich vehement, wenn mehr als 100 Kollegen an alle antworten. Ihre Beschwerdemedium ist, Sie ahnen es, ebenfalls eine E-Mail an alle. E-Mail-Wahnsinn wurde früher auch als Kommunikation und Projektmanagement bezeichnet und von führenden Software-Dealern als Effektivitätssteigerung und Produktivitätsturbo verkauft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, E-Mail macht dumm, krank und arm, das schwöre ich Ihnen, so hieß schon mein erstes Buch. Und wenn Sie sich fragen, was hilft gegen E-Mail-Wahnsinn, wie kann mir geholfen werden?
das hilft. Mail halten. Über 100 Digital Detox-Tipps und das Upgrade auf den kritischen Menschenverstand installiert sich fast von selbst. Wollen Sie noch mehr? Sinnlos Surf-Syndrom, die Definition frei nach Anitra Eckler. Der Lateiner würde zum Sinnlos Surf-Syndrom Maus Manicus Irrationalis sagen. Was ist das? Zielloses, zwanghaftes Internetsurfen, das zu gravierendem Zeit-, Konzentrations- und Hirnverlust führt, der allerdings von den Betroffenen genauso wenig wahrgenommen wird wie der Hinweis Anzeige bei den ersten Google-Suchergebnissen. Sinnlos-Surfer verwechseln generell alle Google-Suchergebnisse mit Relevanz und Wahrheit. Und dann müssen die immer so viel klicken. Je mehr Sinnlos-Surfer klicken, desto mehr Kick braucht der Klickreiz. Selbst seriöse Medienanbieter werden so gezwungen, immer reißerische Schlagzeilen zu publizieren. Wahrheit, Relevanz, Hauptsache es klickt. Fragen Sie Google, was Wahrheit ist. Hashtag Weltherrschaft. Weil das Hirn von Sinnlos-Surfern schnell süchtig nach permanentem Medienmultitasking wird und deshalb in Reizüberflutung ertrinkt, scheitern Betroffene mangels Klick-Kick in kürzester Zeit auch an der Lektüre einfachster gedruckter Texte, zum Beispiel Packungsbeilagen. Frustriert von diesem Scheitern stimmen Sie fortan alles allem ungelesen zu, was Ihnen vor die Maus läuft. Wenn Sie etwas nicht verstehen, fragen Sie Google. Teufelsgras. Härtefälle leiden zusätzlich an Morbus Google, auch Cyberchondrie genannt. Sie googeln jedes Aua und sterben hypochondrische Tode vor lauter Sterbensangst. Sinnlos-Surf-Syndrom wurde früher auch als Recherchieren, Arbeiten und nur mal kurz im Internet nachsehen bezeichnet. Und was hilft dagegen? Was hilft gegen das Sinnlos-Surf-Syndrom? Das hilft. Mail halten, über 100 Digital Detox-Tipps, die Sie im Job und im Privatleben wieder in die digitale Balance bringen.